Hallo, wir sind hier im Tierpark Düsterwald, den ich gebaut habe, an dem ich gerade eben baue. Wir gehen nochmal in den Eingang rein. Wir haben hier unsere vier Kassen mit ein paar Villagern. Eintritt, ich weiß nicht, wer alles hier gerade mitschaut, aber wir haben Erwachsenen, kosten 20 Euro, Kinder 14, eine Familie 50, Gruppen ab 10 Personen 85 Euro. Ja, das ist dann der große Eingang. Ist eben alles noch in Bauphase, ist noch nicht so ordentlich. Das hier ist übrigens das Wappen unseres Tierparks. Ich weiß, es schaut scheiße aus, aber naja. Hier gibt es die Welt der Never- und Endlebewesen, obwohl da auch ein paar andere drin sind, die nicht ganz da reingehören. Hier ist die Welt der irdischen Tiere. Da oben ist mein erster Besucher, der gerade an einem Gehege für Delfine und Schildkröten baut. Und hier habe ich mir gedacht, baue ich einen Park mit Blumen, Bäumen, der wunderschön einfach sein soll. Das, was ich euch jetzt einfach zeige, bis jetzt, ist hier die Welt der Never- und Endlebewesen. Fangen wir an und gehen erstmal hier rüber. Hier in diesem wunderschönen Gehege haben wir die Silberfischchen. Klein, lästig und bei genauerem Hinsehen süß. Ich habe hier insgesamt 7 Silberfischchen drin. Die Silberfische können ich nicht abhauen. Wir haben hier Barrier Blocks. Das schaut natürlich dann viel besser aus als Gläser. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ich hoffe, sie fühlen sich wohl. Ich weiß nicht, ob Silberfischchen Stroh essen. Sie haben es einfach mal aus den Augen gekriegt. Auf der anderen Seite haben wir die wunderschönen Endermilben. Kleine, knuddelige Wesen aus dem fernen End. Kommen die eigentlich wirklich aus dem End? Sind nicht eigentlich aus dem Berg der normalen irdischen Welt? Ich habe keine Ahnung. Wie viele da drin sind, weiß ich nicht genau. Ich habe sie nicht gezählt. Also Bewohnerzahl zu klein zum Zählen. Dann hier drüben aus dem Never. Wunderschön. Magmawürfel. Hüpfmeister des Nether. Da muss noch was gerne werden. Und nicht als Haustier zu gebrauchen. Es wird empfohlen, sie nicht zu umarmen. Hier gibt es hier drin sind 7 Magmawürfel drin. Ja, es tut ihnen so nicht schlimm, wenn sie ein bisschen in die Lava reinhüpfen. Die kommen demnächst wieder raus. Sind ja die perfekte Never. Umgebung, alles so ein bisschen dazu reingemixt. Never Quartz, Magma Würfel, Soul Sand und so weiter eben. Und das Neueste hier drin. Ich gehe rum zum Schild. Hier. Wächter, die Herrscher der Tiefsee und der Tiefseeschätze. Ihre Anführer sind riesig und es ist nicht klug, sich mit einem Wächterältesten anzulegen. Da hinten sieht man den Wächterältesten. Und seine 5 Wächter. Hier sieht man eine Bewohnerzahl. Ich denke, ich muss das Ganze noch ein bisschen upgraden. Sie passt irgendwie schaut so nicht so toll aus. Aber vielleicht noch ein paar Felsen oder so reinhauen. Aus Sand halt. Aber ich denke ansonsten, mal schauen. Und das Letzte, was wir bis jetzt haben, sind die wunderschönen Schleime. Grün getarnt und immer wieder in einer Hüpfburg zu finden. Achtung, nicht kuscheln oder füttern. Bewohnerzahl 5 Schleime. Sie leben in Slime und ich habe jetzt noch ein bisschen Beton zur Abwechslung reingetan. Ich habe auch mal gehofft, sie essen ebenfalls Stroh. Ja. Mehr gibt es hier eigentlich bis jetzt nicht zu sehen. Das Ganze sieht so aus. Ja. Geplant ist, dass man hier hinten kommen noch die Lohn hin oder die anderen. Und hier kommen wir dann das zweite hin, das wären die... Ach, mir fällt es gerade nicht ein. Ich gehe zur Küste, dann weiß ich's. Ich glaube, ach, waren das nicht die Ghasts? Ja, Ghasts und Lohn. Ach genau, und dann haben wir hier noch Skelettpferd und Zollpferd, die müssen auch noch irgendwo untergebracht werden. Ach genau, da hatte ich dann gedacht, dass ich den Weg hier vielleicht doch noch weiterführe. Der geht dann hier rum, so. So, und dann hier wieder nach hinten zurück. Dann wäre hier Platz für Skelett- und Zombie-Pferde. Und dann wäre dann dieser Teil abgeschlossen. Ansonsten haben wir relativ normale Tiere. Noch wir haben Kuh, Pelzkuh, Schwein, Wolf, Papagei, Ozelot, Lama, Pferd, Maultier und Esel, ein Eisbären, Pandas. Die kommen in den Streichelzoo, Kaninchen, Katze, Schaf und Huhn. Die werden in den Streichelzoo kommen.
was wir dann hier letztendlich noch im Park machen, wissen wir noch nicht. Aber wenn wir jetzt hier weiterbauen, halt immer versuche ich neue Videos zu machen. Aber es ist die Tür nicht offen. Ist eigentlich so ein toller Mechanismus. Und wenn der an ist. Ah, da fehlt ein Redstone. Okay. Schau, suchen wir nochmal einen Redstone aus. Ja. Dann 0, 0, 0. Ist natürlich auch wieder hier, damit man es probieren kann. Der Punkt oben ist 32, 32.